Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir die Bravo gekauft und ich möchte sie mit euch zusammen ansehen und ich möchte euch sagen, was ich darüber denke. Früher, als ich so 12, 13 war, habe ich mir auch ab und an die Bravo geholt. Ich war aber nicht jemand, der sich das, ich glaube, da kam die noch wöchentlich, oder? Oder alle 2 Wochen, der sie sich ständig geholt hat. Also meistens nur. Weiß ich nicht, in den Ferien oder wenn wir irgendwo hingefahren sind, so ist es heute auch noch mit Zeitschriften. Ich hole mir nichts wirklich regelmäßig, sondern wenn ich da einfach Bock drauf habe. Und ich kann jetzt schon mal sagen, nach ein paar Jahren, die Qualität ist besser geworden. Also ich weiß noch, früher bei uns war dieses Deckblatt hier ganz, ganz dünn und ist jetzt mittlerweile fester geworden. Eher so, wie man das auch von anderen Zeitschriften kennt. Und schon als ich das hier gelesen habe, sind mir so einige Dinge aufgefallen. Zum einen geht es natürlich um Pokémon Go und geheime Hacks werden enthüllt. Es gibt schon so viele Pokémon Go Hacks auf YouTube. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas Geheimes dabei ist. Dann haben wir schon eine große YouTuberin auf dem Cover. Auch hier sieht man, wie groß der Einfluss von jungen YouTubern bei den Jugendlichen heutzutage ist. Dann Selena Gomez, die finde ich ganz gut. Dann hier Nummer 1, Mario November, heißt er so? Nee, Mario Novembre kenne ich zum Beispiel schon mal gar nicht. Wir werden in dieser Zeitschrift auch viele Personen treffen, die ich überhaupt nicht kenne. Bei den Postern ist es ähnlich. Ich weiß nicht, wer Farid Bang ist oder Pamela. Sehen wir da unten. Ja, aber starten wir doch mal und sehen wir uns mal an, was unsere Jugend heutzutage so für Input bekommt. Hot Stuff, ja, fand ich okay, ne? Da geht es halt um so Kinofilme, die es gerade so gibt und Charts und bla. Dann kommen wir zu Haarhacks. Denn Nadine 12 hat geschrieben, Hilfe, meine Haare machen nie, was sie sollen. Sowas finde ich eigentlich ganz okay. Es gibt auch eine Sparte für Jungs. Sowas finde ich ganz gut. Hacks allgemein. Ich weiß aber zum Beispiel auch nicht, wer sie hier ist. Anna Sophia Robb. Keine Ahnung. Aber sowas finde ich immer ganz sinnvoll. So kann man machen. Dann hat man halt so, das kennt man auch noch von früher, so. Hot or not, Styling-Sachen, ja, kennt man von früher, fand ich schon damals überhaupt nicht interessant, wissenswert. Da gibt es so ein paar Sommertrends, auch sowas finde ich okay. Das hier fand ich sehr, sehr lustig. Insta-In. Und zwar ist das Pamela RF, die hat wohl 2,4 Millionen Abos auf Instagram. Und sie schreibt halt, dass sie viele Urlaubsfotos postet. Und wenn man nicht wegfährt, dann kann man Fotos im Schwimmbad oder in der Stadt machen. Ich suche immer nach schönen Türen oder Wänden. Das heißt, sie macht Aufnahmen, die aussehen wie Urlaubsaufnahmen. Dabei sind es keine Urlaubsaufnahmen. Wird es sicherlich häufiger und öfter geben, ohne dass man das eigentlich so genau weiß. Dann hat man hier nochmal Dagi Biene. Gucke ich nicht, kenne ich nicht, muss ich auch nicht gucken. Was ich dann hat man so diverse Trends im Check. Kettleballs, also es ist kein neuer Trend. Also wie lange es schon Kettleball-Trainingsvideos auf YouTube gibt, weil ich hatte auch schon lange überlegt, das mal zu machen. Dann Bandanas sind wieder total in. Gab es früher bei uns auch schon. Ja, das ist so, ja, kann man lesen, muss man aber nicht. Was ich sehr interessant fand, welcher Artikel mich wirklich interessiert hat, welchen ich gelesen habe, war dieser hier. Und zwar schauen wir aktuell gerade Game of Thrones und das ist auch mein liebster Charakter. Und ich habe nicht gewusst, dass das die Hauptdarstellerin von Ein ganzes halbes Jahr ist. Den Film fand ich auch sehr, 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 sehr toll. Ja, falls ihr Game of Thrones-Fans seid, schreibt es mal in die Kommentare. Ich überlege da noch ein Video eventuell drüber zu machen. Ja, das fand ich sehr interessant. Das fand ich ganz süß und schön und okay. Aber es wird dann noch etwas extremer. Dann gibt es so ein paar Pickel-Tricks, was man bei Pickeln tun kann mit diesem Mario, den ich nicht kenne. Sowas finde ich auch immer okay. Aber das ist A, nichts, was ich nicht auf YouTube finde, wo ich mir nicht in der Drogerie selber weiterhelfen kann. Es ist nichts Neues, das bekommt man in
jeder zweiten Zeitschrift, die es gerade aktuell draußen gibt. Das fand ich jetzt echt mega lame. Dann hat man hier einen Bitchfight von, Gott, wie heißt die, Taylor Swift. Das ist auch immer sowas. Warum muss ich sowas immer auch noch pushen? Es ist schlimm genug, dass sich die Stars so gegenseitig fertig machen. Warum muss ich sowas auch noch pushen, indem ich das in Zeitschriften auch noch wiedergebe? Und dann gibt es einen Psychotest und den werden wir jetzt mal gemeinsam machen. Und zwar ist das, was finden andere an dir peinlich? Der Test reizt mich überhaupt nicht, weil es interessiert mich nicht, was andere an mir peinlich finden, aber wir machen den einfach mal spaßeshalber. Es gibt zwei Teile und wir legen mal los. Welche Rolle spielst du in deiner Clique? So was ist total uninteressant. Ihr müsst in der Schule ein Gruppenreferat halten. Was ist deine Rolle? A, ich weiß eine Menge, halte mich aber im Hintergrund und höre zu, was die anderen sagen. Nö. Ich mache eigentlich nur Blödsinn. Nee, auch nicht. Meistens mache ich die ganze Arbeit, weil mir das auch wirklich Spaß macht. Dann nehmen wir lieber C. Es passt alles nicht. Also grün muss ich mir merken. Deine Freunde nehmen dich auf eine richtig hippe Party mit. Was machst du als erstes? Ich falle allen kreischend um den Hals. Nein. Ich beobachte die anderen, die auf der Party sind. Und hoffe, dass keiner mit mir reden will. Das könnte ich sein. Ich frage, ob mir jemand kurz die dritte Lektion im Chemiebuch erklärt. Nein. Also haben wir jetzt einen Strich bei Rot. Unterbrichst du deine Freunde manchmal, wenn sie dir etwas erzählen? Ja. Also doch schon oft. Also ein Strich für Blau. Kannst du Geheimnisse gut für dich behalten? Ja, doch. Also haben wir jetzt schon zwei Striche bei Rot. Oh mein Gott, dein Schwarm hat dir tatsächlich einen Liebesbrief zugesteckt. Werden heutzutage wirklich noch Liebesbriefe geschrieben so in der Schule? Schreibt man sich nicht bei WhatsApp. Wie verhältst du dich? Ich mache mich darüber lustig. Nein. Ich laufe sofort zu meinem Schwarm, um das Gespräch zu suchen. Nein. Ich laufe knallrot an und stecke den Brief in meine Tasche. Wir haben also schon drei Striche für Rot. Du beobachtest auf dem Pausenhof, wie jemand fies gemobbt wird. Mischst du dich ein? Nein, ich hätte mich früher nicht eingemischt und heutzutage in unserem Alter passiert sowas nicht mehr. Wo ist Nein? Okay, also wir haben jetzt schon vier Striche bei Rot. Ich muss jetzt aber noch Teil 2 machen. Und zwar kreuze an, welche Aussage am ehesten auf dich zutrifft. Ein Mädchen, ein Junge einfach ansprechen, würde ich mich nicht trauen. Das ist richtig. Ich glaube, ich bin eher rot, so wie das scheint. Und Rot... Also nochmal, die Frage ist, was finden andere an dir peinlich? Und die Auflösung wäre, super still. Deswegen lieben sie dich. Du bist zuverlässig, freundlich und sensibel. Das ist richtig. Deine Freunde wissen, dass du ihnen zuhörst und dass sie dir ihre Geheimnisse anvertrauen können. Okay, darüber verdrehen sie die Augen. Hallo, jemand zu Hause? Du schaffst es tatsächlich, an einem Abend mit deinen Freunden nur ein, zwei Sätze zu sagen. Nee, das stimmt so auch nicht. Sollen sie doch. Wenn deine Freunde darüber nachdenken, sind sie doch ganz froh, dass sie bei dir immer im Vordergrund stehen können. Das ist doch aber nichts, das hat doch nichts mit peinlich zu tun. Ich bin doch, meine Freunde finden es doch nicht peinlich, dass ich still bin. Also diese Psychotests sind totaler Rotz, waren sie früher schon. Dann, das fand ich wirklich einen guten Artikel. Da geht es um einen, warte, wie heißt er denn? Troy Sven oder so. Kenne ich auch nicht. Der macht wohl Musik und ist schwul und steht dazu. Hat auch einen etwas eigenen Modegeschmack. Aber das fand ich einen sehr guten Artikel. Weil ich finde, Bravo ist so ein großes Medium. Die erreichen so viele junge Menschen damit. Die sollten das einfach ausnutzen, um sinnvolle Themen anzusprechen. Nicht an die Pickel zum Beispiel oder was meine Freunde peinlich an mir finden. Sondern eben sowas, dass man ehrlich, offen, authentisch sein soll. Dazu stehen soll, wer man ist, wen man liebt. Das fand ich einen guten Artikel. Dann hier etwas. Musical.ly sagt euch sicherlich was. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe einige Videos dazu gesehen. Und da gibt es ja richtig Musical.ly Stars. Und zwar hier Baby Ariel. Die hat 13 Millionen Follower auf dieser Musical.ly Seite. Was ich mega, mega krass finde. Und es geht halt in dem Artikel darum, dass sie dafür angefeindet wird, dass sie so viel Fame für nichts bekommt. A, kann diese Person nichts dafür, dass das so extrem gehypt wird. Sie macht das, was ihr Spaß macht. Und wenn ihr dabei 13 Millionen Leute folgen, warum eigentlich nicht? Das heißt doch nur, dass sie unterhaltsam ist. Und es wird halt dagegen gehatet, dass sie halt, Ariel ist Fame für nichts. Ja, aber dafür kann sie doch nichts. Da sollte man dann lieber mal hinterfragen, warum das so ist. Warum so etwas gehypt wird, warum Leute jemandem folgen, der kein Talent im eigentlichen Sinne hat, aber der sich halt vermarktet und der unterhaltsam ist. Und genau das ist ja auch ein
eine Art des Könnens, jemanden unterhalten zu können. Deswegen finde ich das gar nicht schlimm. Dann hat man halt diese Pokémon Go Hacks. Ich spiele nicht Pokémon Go. Ich kann nicht beurteilen, ob die sinnvoll sind oder nicht. Aber hier wird einfach mit dem Trend gegangen. Dann hat man Dr. Sommer. Und ich muss sagen, diese Fragen sind, stellt das wirklich jemand? Meine beste Freundin lügt mich an. Ja, sowas kommt vor. Es werden dich noch oft Menschen anlügen. Steht er auf mich? Das kann auch Dr. Sommer nicht beantworten. Frag ihn doch. Meine Lehrerin ist voll sexy. Ja, das passiert. Warum auch nicht? Meine Mutter liest meine Nachrichten. Ja, dann rede mit deiner Mutter und sag, dass du es nicht möchtest. Und wie kann ich untenrum abnehmen? Ich weiß nicht, ob es um die Oberschenkel geht. Genau, Hüfte, Po und Schenkel. YouTube, Sportvideos, Sport machen. Weiß ich nicht. Stellt wirklich jemand diese Frage oder ist es ausgedacht? Und warum ist mein Penis so dunkel? Ja, wenn man sich da unsicher ist von mir aus. Aber ich finde, Dr. Sommer ist nicht mehr das, was es mal... Oder nein, es war auch früher totaler Rotz, Dr. Sommer, ganz ehrlich. Wirklich, was ich richtig gut finde, das habe ich jetzt durch Zufall mal entdeckt. Wir gucken ja immer abends auf Kika den Sandmann. Und ich habe letztens nicht ausgeschalten, als ich Vincent ins Bett gebracht habe. Und als ich runterkam, lief die Sendung Du bist kein Werwolf. Und da geht es auch um sexuelle Aufklärung. Da wurde halt zum Beispiel, dieses Mal war das Thema die Menstruation und irgendwie, wie ein Penis hart wird. Ich habe es dann nicht so genau gesehen, aber das fand ich richtig gut. Es war mega gut aufbereitet. Es war ehrlich, es wurde kein Blatt vor den Mund genommen, aber es wurde gesagt, wie es ist. Es wurden wichtige Themen angesprochen. Ich finde, das sollte jeder Jugendliche sehen, weil da wird wirklich aufgeklärt und gesagt, wie es wirklich ist und wie das Ganze funktioniert, ganz offen und ehrlich. Fand ich richtig, richtig mega gut. Ich muss mal angucken, ob es da irgendwie eine Mediathek oder irgendwas davon gibt, weil das fand ich richtig gut und ich würde wollen, dass meine Kinder das sehen. Besser als Dr. Sommer, die nur Rotz erzählen, was nicht wichtig ist. Dann geht es hier um, so findest du neue Freunde. Das ist auch sowas, das kann sich jeder an 5 Fingern abzählen, dass man selbst sein soll, dass man offen sein soll. Und dass man über seinen Schatten natürlich auch springen muss, um neue Leute kennenzulernen. Das ist jetzt alles sowas, also selbst als 13-Jähriger hätte ich das gewusst. Was ich noch gut fand, da berichten zwei, ob das jetzt fake ist oder ob das echt ist, von ihrem ersten Mal. Das finde ich gar nicht so dumm, einfach mal zu erfahren, wie könnte das eventuell laufen und sich so ein bisschen zu informieren, fand ich jetzt nicht so schlecht. Ich glaube aber, dass das hier zum Beispiel gefaked ist. Und zwar geht es darum um ein Pärchen und sie steht auf schlaue Jungs und er ist genervt von ihrem Bildungswahn und will die Bücher nicht lesen, die sie ihm zum Lesen wohl gibt. Man kommt doch nicht zusammen, wenn man so große Diskrepanzen hat. Also sie will nur einen schlauen Kerl, er interessiert sie überhaupt nicht für Bücher. Weiß ich nicht, finde ich jetzt, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, ehrlich gesagt, dass es wirklich entstanden ist so. Also deswegen glaube ich, dass da auch viel bei Dr. Sommer gefaked ist, was ich schade finde, weil eigentlich ist das Prinzip von Dr. Sommer richtig gut und richtig wichtig, nämlich dass Jugendliche eine Anlaufstelle haben, wo sie mit Fragen über Sexualität, Liebe, Erwachsenwerden hingehen können und wo sie gute, ehrliche, adäquate Antworten bekommen. Und das finde ich ist bei Dr. Sommer überhaupt nicht der Fall. Es ist gut angedacht, aber was hinten bei rauskommt, ist totaler Rotz. So, dann hat man hier, da habe ich erst gedacht, der große Sommer Superfood Guide. Und Superfood, das sind für mich Chiasamen, das sind Goji-Bären, das ist Guarana. Und nicht das, was Bravo daraus macht. Bravo sagt einfach nur, was die bessere Alternative ist. Also iss Erdbeeren statt Avocado und trink selbstgemachten Eistee statt Cola. Das hat für mich nichts mit Superfood zu tun. Kann man machen, aber das sind alles so Dinge, das ist auch so, ja... Ein halbwegs intelligenter Mensch kriegt es auch so zusammen. Dann hat man so ein paar Rätselsachen. Welcher Snapchat-Filter bist du? What? Da fehlen mir die Wörter. Wie dumm ist das bitte? Wirklich, da fehlen mir absolut die Wörter. Dann, hey, du bist einzigartig. 17 Dinge, die du tun kannst, um anderen zu zeigen, wie special du bist. Puh. Auch nett angedacht. Weil es ist ja so, man soll selbstsicherer werden, man soll authentisch sein, man soll man selbst sein. Aber es ist wieder so, wie soll ich das sagen? Also, ich lese mal vor. Sei ehrlich? Okay. Sei crazy. Warum?
Sei zuverlässig, ja. Sei aufmerksam, ja. Sei selbstsicher, muss man vielleicht lernen. Sei dankbar, auch sehr, sehr wichtig. Sei ehrgeizig, nicht unbedingt. Sei einfühlsam, ja, wenn man es kann. Sei verständnisvoll, auch das. Sei selbstlos, ist auch sehr, sehr richtig und wichtig. Sei positiv, ist auch richtig. Sei hilfsbereit, auch sehr, sehr wichtiger Faktor. Sei mutig, grenzwertig. Sei kreativ, warum manche Leute sind einfach nicht kreativ. Sei ein guter Zuhörer, auch wichtig. Sei authentisch, sehr, sehr wichtig. Sei großzügig, ja, okay. Inwieweit Leute das lesen und auch wirklich für sich verinnerlichen, weil es sind halt wirklich, eigentlich bräuchte jeder dieser Punkt eine komplette Seite, um es zu erklären, wie wichtig es sich, wie wichtig es ist, gerade bei so Sachen wie sei authentisch oder sei ein guter Zuhörer. Und dann steht halt nur bei sei ein guter Zuhörer, nichts einfacher als das, nein, nichts ist schwieriger. Stell keine Fragen, wenn dich die Antworten nicht interessieren. Zuhören können und sich dann das Gesagte merken, ist eine Form von Respekt, die volle Konzentration verlangt. Was habe ich jetzt gelernt, wenn ich das höre? Gar nichts. Also das ist viel zu kurz angerissen, meiner Meinung nach. Dann hat man hier noch ein paar Looks von Stars, die man nachstylen kann. Ja, von mir ist okay. Die Foto-Love-Story war totaler Mega-Rotz. Wirklich. Also ich habe schon viele schlechte Foto-Love-Stories gelesen, aber die hat echt so alles getoppt. Dann ging es um ein Pärchen, was sich frisch getrennt hat. Ihr ging es schlecht, ihm geht es schlecht und die haben beide unabhängig voneinander irgendwelche Leute bezahlt, dass sie so tun, als wären sie mit denen frisch zusammen und hätten voll viel Spaß und würden sich voll gut fühlen. Und am Ende haben sie erkannt, dass sie sich lieben und sind wieder zusammengekommen. Und die beiden Gekauften sind dann auch zusammengekommen. Was vermittelt das bitte? Das ist totaler Rotz. Und die Mädels und Jungs, die hier gezeigt werden, die haben natürlich einen Mega-Buddy. Die haben riesengroße Brüste, die sie hier auch in die Kamera halten und das, boah, wirklich richtig gruselig. Dann hier, Almir 16 sah einem Amokläufer direkt ins Gesicht. Ich dachte, er tötet uns alle. Das ist so dieses klassische Mediending mit solchen, das ist so Bildcharakter, ja, mit solchen Schlagzeilen die Verkaufszahlen hochtreiben. Dann Wissen finde ich bei sowas wie Bravo richtig, richtig wichtig, weil das kaufen so viele Jugendliche, das lesen so viele Jugendliche. Da könnte man wirklich auch Wissen damit verkaufen und an den Mann bringen. Worüber wird berichtet? Schwindelfrei, Note 1. Krass. Der gefährlichste Schulweg der Welt. Und dann wird halt hier gezeigt, wie Jugendliche hier halt ihren Schulweg meistern müssen. Ja, ist okay. Hat auch dezent was mit Wissen zu tun. Kann man mal gelesen haben. Wäre auch so ein Thema für Galileo. Aber kann ich nicht wirkliches Wissen vermitteln, was mich auch im Leben weiterbringt? Dann hat man hier die YouTube-Party des Jahres. Da sind ja wieder die Video-Days. So. Kenne ich nicht. Gut, kommen wir nicht dran vorbei an Bibis Beauty Palace. Kenne ich also. Die Zwillinge kenne ich auch nicht. Wenn dann mal hier unten, kenne ich auch alle nicht. Kenne ich alle nicht. Guckt ihr jemanden davon? Ich kenne die alle nicht. Dann hat man noch so ein paar Bewerbungstipps. Finde ich auch okay, weil das ist wirklich was Wichtiges. Nutzt soziale Medien, aber richtig. Aber es, dann connecte dich über Jobnetzwerke und drehe ein Bewerbungsvideo. Habe ich auch schon oft gehört mit diesem Bewerbungsvideo. Ist jetzt ganz neu. Aber es wird alles wieder so ganz kurz angerissen. Es wird nicht wirklich intensiv und richtig darauf eingegangen. Gerade das, die Themen, die ich wichtig finde, werden in der Bravo nur so kurz angerissen, so wie, ja, wir haben ja was getan, aber nicht so wirklich und nicht so intensiv und nicht so, dass man da auch wirklich einen Mehrwert draus schöpfen kann. Fand ich jetzt also auch semi-gut. Dann Beach Please. Der Strandurlaub fällt dieses Jahr aus, kein Problem. Mit unseren Ideen holst du dir das Ferienfeeling direkt nach Hause. Ja, okay, das ist halt so, pff, ja, ne? Dann hat man noch ein Horoskop. Och, wollen wir es mal spaßeshalber lesen? Liebe. Einerseits hättest du gern jemanden an deiner Seite, andererseits willst du deine Freiheiten nicht aufgeben. Das funktioniert nicht, du musst Kompromisse eingehen. Freunde, du brauchst momentan Freiräume, um deinen Weg zu finden. Wenn andere dir dabei reinreden wollen, reagierst du allergisch. Schule. Gut. Du wirkst gerade sehr lustlos, so kurz nach den Ferien ist das zwar verständlich, sieh aber zu, dass du den Schalter schnell wieder umgelegt kriegst. Passt alles nicht. So, ne? Und dann hat man nochmal, wem steht's besser, Style, Bums. Da
Das ist die Bravo. Ich weiß nicht, wie hoch die Verkaufszahlen sind, aber ich schätze, dass das mit die meistverkaufteste Zeitschrift unter Jugendzeitschriften immer noch nach wie vor ist. Und was vermittelt sie? Nichts Sinnvolles. Wirklich. Das wäre ein Medium, da könntest du so viele tolle Dinge teilen, Jugendlichen so viel beibringen, so viel vermitteln. Gerade über sexuelle Aufklärung, darüber, wie der Körper sich entwickelt, wie er funktioniert, was da mit mir passiert. Davon war hier nichts drin. Du könntest wirklich wichtige Werte vermitteln. Wurde nur ganz, ganz kurz angerissen. Man könnte ganz, ganz viel tun, so in die Richtung, was passiert nach der Schule? Wie kann ich mich auf einen Job gut vorbereiten? Wie finde ich den richtigen Job? Es wird alles nur ganz, ganz kurz angerissen, was aber wirklich wichtige Themen wären. Also die Bravo schöpft das Potenzial, die Möglichkeiten, die sie hat, überhaupt nicht aus. Und das ist doch mega, mega traurig. Ja, meine Kinder dürften sowas lesen, aber ich wüsste, dass es sie nicht wirklich weiterbringt. Ja, das ist so ein Unterhaltungsblättchen, mehr aber auch nicht. Und das ist wirklich, wirklich schade. Ich finde, die Bravo könnte viel, viel mehr aus sich machen, da rausholen. Wirklich auch was bewegen, wirklich auch was bewirken bei Jugendlichen. Ich meine, es ist jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, was sonst in den Magazinen steht. Da könnte sicherlich auch mal das ein oder andere Gute drinstehen. Aber größtenteils wird wohl der gleiche Schrott drinstehen wie in diesem Blättchen. Ja, also, ne? Mädels und Jungs, die Bravo müsst ihr nicht unbedingt lesen. Lest doch was Anständiges. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und hat euch ein bisschen unterhalten. Schreibt mir doch mal, was ihr über die Bravo denkt. Ob ihr diese ganzen YouTuber kanntet, die da abgebildet sind. Ob ihr Pokémon Go spielt. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.